Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Hallo! Heute zeige ich dir, wie du in DaVinci Resolve Übergänge zwischen zwei Clips einpflegst und damit coole Effekte erzielen kannst. Ich habe DaVinci Resolve bereits geöffnet und bin hier in den Reiter Edit reingegangen und habe mir hier zwei Clips abgelegt, zwischen denen ich einen Übergang schaffen möchte. Wenn wir nun Videos ineinander überblenden möchten, ist es wichtig, dass wir vorne und hinten genügend Frames Fleisch zur Verfügung haben. Fleisch bedeutet, dass wir eben unseren Clip nicht direkt auf Anschlag haben, also dass er nicht hier direkt am Anfang anfängt, sondern dass wir hier ein bisschen reingehen, dann hier einen Inpoint setzen mit I und hier hinten auch ein bisschen Platz lassen und einen Outpoint setzen mit der Taste O, weil er dann über diesen Teil hier vorne und über diesen Teil hier hinten überblenden kann. Das gleiche machen wir hier bei dem zweiten Clip. Ich gehe mal mit dem Doppelklick drauf. Wir gehen hier ein bisschen rein. Stellt ihr hier das Reagenzglas zurück und hier gehen wir dann raus. So, wenn ich mir jetzt die beiden Clips reinziehe, dann zieht er mir die auch wirklich nur vom In bis zum Outpoint, also wo ich I und O gedrückt habe, rein. Bevor ich mir die Clips hier unten reinziehe, ändere ich mal kurz meine Ansicht. Ich gehe hier oben dafür auf den Single Viewer Mode. Dann wird uns unser Video hier nur in einem Fenster angezeigt. Jetzt selektiere ich beide Files und ziehe mir die hier runter. Ich zoome vielleicht noch ein bisschen rein. Es geht hier nämlich darum, dass wir uns hier diese Schnittkante anschauen. Diese Schnittkante erkennen wir auch, indem wir hier rüber gehen. Dann erscheint hier so eine Doppelklammer mit zwei Pfeilen. Und wenn ich hier draufklicke, dann kann ich mit dem rechten Mausklick standardmäßig hier eine normale Blende einfügen, also eine Standardüberblendung, und kann die Länge hier auch angeben, 25 Frames wären eine Sekunde. Ich lege das mal an und dann überblendet er und insgesamt eine Sekunde diese Bilder hier. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass quasi, wenn ich jetzt auf zwei Spuren arbeite, ich ziehe das mal hier hoch. Deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr vorne und hinten ein bisschen Fleisch noch dran habt. Ich ziehe das jetzt hier mal auf. Wenn ich über zwei Spuren blenden würde, dann wäre das dieser Teil, der hier überblendet wird. Ich könnte jetzt auch hier eine Blende drauflegen. Wenn ich mir jetzt meine anderen Blenden anzeigen lassen wollen würde, dann würde ich hier oben auf Effects gehen und dann klappt er mir hier unten diesen Punkt aus, Video Transitions, und wir finden dann auch hier den Cross Dissolve. Wir sehen auch immer eine Vorschau davon und den könnte ich mir jetzt hier einfach auf die Schnittkante legen, könnte den hier auf die Länge ziehen, wenn ich hier rüber gehe mit der Maus, den linken Maus Knopf drücke und das hier so zuziehe, kann ich mir das hier über meinen Clip ziehen und so wird er es dann genauso überblenden, wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Also es ist eigentlich die gleiche Aktion, wie wenn ihr auf einer Spur seid. Ich zieh mir das mal hier wieder runter und hier eure Blende einfügt. Nun sind teilweise diese Blenden mit Vorsicht zu genießen, da einige Blenden im Schnitt eigentlich nichts verloren haben. Ich zeige euch jetzt aber einige Blenden, die ihr für eure Projekte nutzen könnt und mit denen ihr ganz coole Effekte realisieren könnt. Wenn wir die Eigenschaften unserer Blenden sehen möchten, dann können wir hier oben auf den Inspektor klicken. Und wenn ich mir jetzt hier eine Blende draufziehe und diese anklicke, dann zeigt er mir unter Transition meine Blende ein, Cross Dissolve, die Länge. Und wir können hier verschiedene Dinge anpassen. Das mache ich bei dieser Blende jetzt noch nicht. Aber wenn ich euch jetzt weitere Blenden zeige, kann das ganz sinnvoll sein, das hier oben auf Inspector Transitions stehen zu haben. Was wir hier unter dem Cross Dissolve sehen, ist eine standardmäßige Blende über Schwarz. Wenn ich die hier drauf ziehe, dann überblendet er das Video über Schwarz. Auch hier kann ich das verlängern, indem ich die Blende hier einfach aufziehe. Und dann wird dieser Effekt halt eben länger dauern, also über eine längere Zeit blenden. Ich mache das mal mit STRG Z rückgängig, beziehungsweise auf dem Mac ist es Command Z. Hier gibt es jetzt noch den Blur Dissolve. Auch der kann ganz cool sein, wenn man den hier anlegt. Dann blurrt er nämlich das Bild aus und blendet das dann über. Und wir sehen, auch dieser Effekt funktioniert hier ganz gut. Dann gibt es hier die verschiedensten Iris-Blenden, die überspringe ich jetzt mal,
Was man auch ganz gerne verwenden kann, ist ja ein Push-Effekt, wo das Bild das andere Bild rauspusht. Auch diesen Effekt können wir schneller abspielen. Wenn ihr hier diesen Magneten ausgestellt habt, dann könnt ihr auch genauer diese Blende hier anpassen. Ist der Magnet an, dann lockt er hier irgendwann ein und ihr könnt das nicht so genau bestimmen. Deswegen schaltet diesen Magnet aus, dann könnt ihr hier ganz genau eure Blenden und eure Blendenzeit bestimmen. Hier kann ich ja zum Beispiel noch Motion Blur einfügen bei dieser Blende, wo das rausgeschoben wird. Also wenn die Blende schiebt, dass das Bild dann noch unscharf dabei wird. Ich ziehe es hier mal ein bisschen hoch und wir sehen, was passiert. Es wird dann hier leicht unscharf und auch da, wenn man damit ein bisschen spielt, kann man hier ganz coole Effekte erzielen. Das müsste dann natürlich ein bisschen schneller gehen. So. Und wir sehen, wir haben hier eine coole Blende mit einem Motion Blur. So Split-Bilder benutzt man eigentlich auch eher selten. Und hier von diesen Shape Transitions solltet ihr die Finger lassen, weil das sehr schnell, sehr cheesy wirken kann und ihr so etwas eigentlich im Schnitt vermeiden möchtet. Spannend wird es dann wieder hier unter dem Punkt Fusion Transitions. Hier gibt es dann zum Beispiel den Brightness Flash. Dann hält er das Bild hier einmal auf. Ich ziehe mir den mal drauf. Und wir sehen, das kann ganz cool aussehen. Ne? Dann gibt es hier noch so edgy Effekte. Da wird es dann ein bisschen wilder. Sowas kann man verwenden, wenn man zum Beispiel ein Musikvideo in diesem Style macht oder so. Hier so ein Filmstreifen, der so durchrattert. Ich ziehe mir den mal drauf. Könnte man als Stilmittel einsetzen. Kann hier und da ganz cool aussehen. Dann gibt es hier sehr viele Effekte, die man nicht unbedingt verwenden muss. Was man hier noch verwenden kann, sind so Zoom-Effekte, zum Beispiel Zoom-In. Dann zoomen wir quasi in das nächste Bild rein. Diesen Effekt kann man ganz gut nutzen. Dann gibt es hier noch unten ganz wilde Resolve FX Transitions. Die kann man nutzen, wenn man hier irgendwie einen Film hat, wo das so passt. Zum Beispiel, wie das Bild hier so wegbrennt. Das hier ist erstmal eine Auswahl von Effekten, die du für deinen Film nutzen kannst, ohne dass dein Film danach billig aussieht. Probiere, wenn du ein bisschen Zeit hast, diese Effekte selber mal aus und gucke, wie sie zu deinem Film passen und was diese unterschiedlichen Effekte, die ich dir gerade vorgestellt habe, so machen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Vielen Dank und bis bald.